Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben fresh und knackigen Kanal, den ihr anständig abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf keinen geringeren als NGEE. Mein Lieblingsrapper ist Farid und NGEE. Ich freue mich sehr auf den Song, Freunde. Der Song heißt Straßengeschichten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze hier zu bieten hat auf jeden Fall. Und NG hat man zuletzt mit Kurdo gehört auf dem Song Butterfly. Letzten Tag bei Tifiko, der 400 auf Masse und danach direkt daneben Automat spielen Kaffee. Ich spiel mit Butterfly, es gelangweilt auf der Treppe. Hör auf zu lächeln, sonst kriegst du Super Air Max in die Fresse. Die Reaction ist übrigens auch online, nicht auf diesem Kanal, sondern auf dem Highlights-Kanal, Freunde. Wenn ihr die Reaction abchecken wollt, könnt ihr das gerne machen. Weil ziemlich viele hatten kommentiert, dass wir drauf reagieren sollen. Und ich hatte es dann quasi im Stream einmal nachgeholt für alle Leute, die sich das einmal gewünscht haben. Und ich freue mich jetzt hier drauf zu reagieren, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der ganze Song hier mit sich bringt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum. Wir gehen direkt ins Video und gucken uns das an. Let's go. Viel zu oft heute Mama ins Kissen. Denn wir verloren mit den Jahren das Gewissen. Ich bin zu Gott, er soll all das hier richten. Okay. Er fängt mit einer sehr, sehr ruhigen Stimmlage an, sehr, sehr nuschelig, finde ich jetzt gerade. Ja, richtig, mit so einem deepen Text. Ja. Viel zu oft war Mama weinend im Kissen. Weinte Mama ins Kissen. Oder weinte Mama ins Kissen. Das ist richtig eine diepe Thematik auf jeden Fall. Ja, fängt ja auf jeden Fall auch mit der Hook an. Richtig. Ne, die Songs in letzter Zeit oder viele Songs, auf die wir reagieren, vor allem in den letzten Monaten, fangen eigentlich immer mit der Hook an, ne, muss man sagen. Ja. So, okay, jetzt bin ich hier auf jeden Fall gespannt auf die Parts. Straßengeschichten heißt der Song. Könnte interessant werden, ne? Safe, auf jeden Fall. Das ist mein Blog, das sind Straßengeschichten. Viel zu oft feinte Mama ins Kissen. Denn wir verloren mit den Jahren das Gewissen. Ich bin zu Gott, er soll all das hier richten. Boah, geiler Sound auch so, ne? Mit dem Beat, richtig geil, ne? Wie der Beat-Einstieg dann kam. Mhm. Richtig clean auf jeden Fall, wie das angefangen hat. Und ich glaube, so mit Straßengeschichten, wenn er so in diesem Rap-Stil rappt, kann er auf jeden Fall eine Thema, also so Emotionen aufgreifen bei Leuten, die vielleicht so Straßengeschichten erlebt haben. Ja, eine Legacy auf der Straße. Ja, richtig. Die so mehr oder weniger da seinen Werdegang hatten. Ja. Und ich glaube, die fühlen das am meisten, Digga. Richtig. Um nochmal auf den Beat zurückzukommen, du hast es gut angesprochen, da kamen jetzt gerade schön Drums rein. Ja. Ne, das Ganze wurde hier auch produziert von Heku und Effe. Heku kennt man natürlich, produziert sehr, sehr oft für ihn und auch Capital Bra beispielsweise. Ja. Effe sagt mir jetzt nichts, muss ich sagen. Ja, ne? Das stimmt. Okay, guck mal weiter. Das ist mein Blog, das sind Straßengeschichten. Okay. Ich komm von da, wo man nichts hat und jeder, der was Schlechtes wünscht, aber ins Gesicht lacht. Hey. Ich will kein Fendi, Gucci, Louis und so Schnickschnack. Hey, okay. Geiler Sound, Digga. Ich habe wirklich gehofft, also ich habe die Hook gerade gehört, ne, und dachte mir, ey, mir fehlt dieser Druck in der Stimme von einem NG, weil das ist der Wiedererkennungswert bei einem NG. Bei einem NG auf jeden Fall, richtig. So, und jetzt kommt er in den Part und er hat diesen Druck in der Stimme. Ja. Ne, das hat mir schon so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen was abgenommen. Ja, weißt du, was ich meine? Weil ich dachte, der ganze Song wird vielleicht so nuschelig und das hätte mir dann wahrscheinlich nicht so gefallen. Ja, das ist wichtig bei einem NG, gut, dass du das auch angesprochen hast, weil der hat so eine asoziale Aussprache, ja, auch, richtig, aber auch so eine Aussprache, wo du dem ernst nimmst und du hörst ihn direkt zu. Ja, so wirklich. Und das muss er beibehalten. Der darf nicht seine Schiene verlieren, Digga. So. Aber erzähl mir nicht, Geld ist nur ein Stück Blatt. Hast du gehört? Aber erzähl, so, weißt du, das ist geil, Digga. Ja, die Aussprache bei ihm ist brutal, geil. Erzähl das Lisa, die sich für Bascheine bückt gerade. Oh, aber bitte rede nicht von Glückssache, Fadel. Lad die Nadel in der rechten Hand und drück gerade. Okay. Ich glaube, in dem Video geht es so mehr um Pro, weißt du? Also, pst, pst. Junge, ach so, zwischen, mein Gott. Nein, Wallah, ich hab nicht verstanden, was du meinst. Was willst Prosti, du sagen? Mann. Ach so, Prostitution, okay. Ja, ich da wusste jetzt schon, ob man das sagen darf, Digga. Ja, sag das so, Digga. Wie, Junge, du machst so Pro. Was ja, willst so du mir sagen, Digga? Was? Okay, wir gucken weiter. Ab der Sitzwege sein Bruder noch gute Acht, damit sein Bruder eine bessere Zukunft hat. Marcel zeigt für seinen kleinen Cousin die Schulden ab, weil er damals zu viel Pulver gezogen hat. Okay, ich muss sagen, die Thematiken bisher holen mich wirklich ab, ne? Ich finde das bisher sehr, sehr gut. Der erste Part finde ich so vom Gefühl her ein bisschen,
ich weiß nicht, kann man sagen, nicht so geil strukturiert im ersten Part? Der erste Part? Ja, jetzt gerade. Warum? Ich weiß nicht, ich finde, die Geschichten hängen nicht miteinander. Der eine Bruder hat scheinbar eine Nadel in der Hand, ja. Ne, gezeigt wird aber eine Frau mit einem Mann quasi. Weißt du, und dann geht's jetzt gerade wieder zu einer anderen Thematik. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht so alles so vom Gefühl her so zusammenhängt zumindest. Du meinst das Video mit den Lyrics? Video mit den Lyrics beispielsweise und zum Beispiel, er sagt, wie gesagt, der eine Bruder hat eine Nadel in dem Arm, der andere muss Schulden bezahlen, weißt du? Ich finde, das hat nicht so... Vielleicht ist nicht das so ja Schulden bezahlen. Auf eine andere Art und Weise. Kann auch sein, ja. Weißt du? Okay, gucken wir mal weiter. Bitte hilf ihr, lieber Gott, sie hat einen widerlichen Freund. Weil immer wenn es hin und wieder nicht so läuft, macht Jamila in Hotels wie ein widerliches Zeug. Fühlst du... Wow. Hast du gesehen? Ja, okay. Was okay. Hast du gehört? Weißt du, immer wenn es zwischen ihnen und nicht, dann muss sie widerliches Zeug machen und die hat einen widerlichen Freund und so. Dann kommt noch die Pille, sag ich mal, in den Mund. Ne, muss sie schlucken. Ja. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr oft gehört, dass sich viele Leute darüber beschweren, dass sich Angies Songs, deren Meinung nach, immer gleich anhören. Oder oft gleich anhören. Okay. Ne, so. Wobei ich natürlich sagen muss, Angies wieder... Also ich muss den Leuten zum gewissen Teil auch recht geben. Ich muss sagen, ja, viele Songs ähneln sich, ja. Aber ein Angie beispielsweise, er probiert sich in den letzten Monaten oder in den letzten Songs auch sehr, sehr oft aus. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch das mit Kapila einmal. Ja, mal hat er eine singende Stimmlage ausprobiert. Hier fängt er, probiert er mal was sehr, sehr Nuscheliges aus. Ne? Er probiert sich wirklich aus, aber diesen Wiedererkennungswert, diesen Druck in der Stimme, ne, und seine Stimmlage einfach, das ist ja das, was ihn so besonders macht. Und das Ding ist, wenn jetzt ein NG anders rappen würde, dann würden die Leute sich auch wieder ganz schnell beschweren, richtig, dass ein NG sich geändert hat, richtig, und auf einmal Mainstream wird. Und den Alten wollen sie dann wieder. Eben. Ja, genau. Feinde Mama ins Kissen, denn wir verloren mit den Jahren das Gewissen. Boah, wie geil die Gitarre jetzt gerade reinkam, ne? Auch die Flöte die ganze Zeit, Digga. Nice. Das ist mein Blog, das sind Straßengeschichten. Viel zu oft Feinde Mama ins Kissen, denn wir verloren mit den Jahren das Gewissen. Boah, der Beat ist brutal geil, ne? Und dann mit dieser Flöte, weißt du, wie das so hoch geht, das ist unnormal krass. Und dann dieses Nuschelige, da wird man schon, also da kannst du so schon Emotionen in einem auslösen, auf jeden Fall. Safe. Ich finde auch, ja, wie du gesagt hast, die Hook ist gut, ne? Ich fand den ersten Part echt stark, ne? Aber da geht echt mehr, wenn der Song Straßengeschichten heißt. Ne? Ich meine, er hat so ein paar Themen angesprochen, so beispielsweise mit dieser Jamila, dann dem Bruder mit der Nadel im Arm und so weiter. Ne, sowas, hättest du das als Storytelling gemacht? Weißt du, so ein Song quasi über eine Person oder zwei Personen, so wie es Fahrt damals gemacht hatte. Weißt du, was ich meine? Er hatte richtig geile Songs, die so Storytelling waren und auch so Straßengeschichtenmäßig. Okay, weißt du, das wäre noch geiler gekommen. Jetzt bin ich gespannt auf den zweiten Part. Spiel zu Gott, er soll all das hier richten. Das mein Block, das ist Straßengeschichten. Sie wird groß zwischen Hochhäuser, Blocks und Familiendrama. Einer schwerkranken Mama, die ihn liebt wie kein anderer. Okay, jetzt fängt spannend an, muss ich sagen. Jetzt ist, glaube ich, genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Fatih wird groß in einem Block zwischen Familiendrama und so weiter. Ne, das könnte sehr, sehr interessant werden jetzt hier. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt auch ein bisschen Spannung. Und Angie meinte ja auch, dass er einen Film produzieren lassen hat. Also, nein, ach so, also das, hier auf Video. Ja, ich dachte schon. Was? Also, bisher ist das Video auch sehr gut gelungen, muss ich schon sagen. Ja, Video ist echt gut gemacht. Okay, gucken wir mal weiter. Rot am ersten des Monats seiner Liebe zu Wasser. Ali wirft das Messer gegen Fio ins Wasser. Rot mit versuchtem Mord geplant auf Krise und Kaffer. Boah, Alter. Also, krass. Wenn die Thematik stimmt, ne? Ja, es sind halt Geschichten von der Straße, weißt du, was ich meine? Es sind halt Geschichten, die alltäglich vorkommen und so ähnlich oder wahrscheinlich ist es so irgendwo mal vorgekommen oder kommt immer noch vor. Das ist halt nichts. Ja, so, aber trotzdem, das Ganze wieder so zu hören, ist schon krass, Digga. Ja, ne? Also er hat die Thematiken hier geil aufgefasst, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. So. Ich meine, irgendwas läuft nie nach Plan. Der Kassierer, der am Boden liegt, war eigentlich ein lieber Mann. Aber irgendwas ist schief gegangen. Boah, geiler Part. Ich muss sagen, der zweite Part deutlich besser als unnormal der erste. Unnormal geiler, ja, safe. Also, das ist richtig geil und auch wie der so seine Stimmlage löst in ihr was aus. So, so dieses Wehleidige. Ja. So, das war ein lieber Mann, aber irgendwas lief dann schief und so. Oder irgendwas ist schief gegangen. Ja, schief gegangen. So, das hört so geil an. Ne? Ich muss sagen, der zweite Part
Ich finde den Song gut, im Großen und Ganzen echt gut gemacht, aber der zweite Part ist wirklich hammermäßig, weil ich finde einfach, also für mich ist so Storytelling in einem Song immer was sehr, sehr Besonderes. Vor allem, wenn du solche Thematiken aufhörst. Vor allem, wenn es um solche Thematiken geht, ja, bei ein, zwei Stellen hat sich auch so eine gewisse Gänsehaut bei mir angefangen aufzubauen, aber sie kam nicht richtig, weißt du, was ich meine? Weil vor allem im ersten Part hat er so Themen angesprochen, da hat sich die Gänsehaut dann aufgebaut, aber direkt hat er diesen Themen-Switch dann gemacht, Digga, weißt du, und dann war es weg. Ja, ja, so, weißt du? Er hätte wirklich so über ein, zwei Personen von der Straße so eine richtige Geschichte erzählen müssen. Ja, also, safe, auf jeden Fall. Das wäre babamäßig gewesen. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Doch wir bitten niemanden um Hilfe in der schweren Zeit. Mark 23 fragt sich, was mache ich im Leben falsch? Er fängt an mit grün und stirbt dann an weiß. Boah, Alter, krass. Aber er hat den Teufelskreis relativ gut zusammengefasst. Ja, ne? Es ist oft so, Alter. Viele fangen damit an und gehen dann darüber, weil das eine nicht mehr stark genug ist, Digga. Und wenn das eine dann auch nicht mehr knallt, gehen sie noch höher. Ja, weißt du, was ich meine? Und dann kommt irgendwann der Tod so. Es ist wirklich ein Teufelskreis, den er hier beschreibt, Digga. Ne? Es gab sogar mal einen Song von Farid Bang, der hieß Teufelskreis, Alter. Der war auch ähnlich. Okay. Ähnlich. Aber, Digga, der Song holt mich unnormal ab, Digga. Wirklich. Ja. Gänsehaut, wirklich. Geiler Song. Aber wie ich gesagt habe, beispielsweise, auch hier switcht er ganz schnell das Thema vom Fatih auf Mark 23, ne? So. Zu erfeind der Mama ins Kissen, denn wir verloren mit den Jahren das Gewissen. Ich will zu Gott, er soll all das hier richten. Okay, ich muss ehrlicherweise sagen, als ich die Hook das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, nicht so, aber umso öfter man hört, ne? Aber jetzt hast du die Hook zum dritten Mal gehört und sie passt einfach zum Gesamtsoundbild des Songs. Ja, auf jeden Fall. Ja? Das hängt alles miteinander zusammen, richtig. Passt auch. Und das ist so, dass, wenn du so diese harten Thematiken hast, ne, wo du auch so Gänsehaut bekommst und dann diese Hook kommt und wo es ruhiger wird, dann knallt das nochmal besonders so, weißt du? Ja, das passt echt gut. Das ist mein Blog, das ist eine Straßengeschichte. Okay, das war's hier von NGE. NGE. Straßengeschichten. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.